Willkommen zum Studio 47 Wochenupdate. Wir haben die Themen der Stadt in 5 Minuten. Die Feiertage sind längst vorbei, das neue Jahr ist gestartet, aber wie es in Sachen Corona weitergeht, ist alles andere als klar. Zwischen Weihnachten und Neujahr wurde deutlich weniger getestet. Wirklich aussagekräftig sind die Daten zurzeit also nicht. Nur eines scheint klar zu sein, auch in Duisburg gehen die Infektionszahlen stark nach oben. 800 Duisburger sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Eine Zahl, die betroffen macht. Mit dem neuesten Corona-Update der Stadt Duisburg wird auch deutlich, das Infektionsgeschehen nimmt wieder Fahrt auf. Und das bundesweit. Vor dem anstehenden Bund-Länder-Gipfel kündigt Gesundheitsminister Karl Lauterbach härtere Maßnahmen an. Die Duisburger stehen den Verschärfungen insgesamt offen gegenüber. Ich würde mir wünschen, dass das alles ein bisschen ernster genommen wird, dass da ein bisschen mehr Kraft dahinter steckt, auch von den Leuten. Im Endeffekt, dadurch, dass die Infektionszahlen wieder steigen und auch eine neue Variante in Frankreich scheinbar aufgetaucht ist, dass erstmal wieder ein Lockdown, denke ich, sinnvoll wäre, um die Infektionswelle zu brechen. Stärkere Maßnahmen würden die Wirtschaft auch kaputt machen. Also wir leiden dann auch alle mit, ne? Auch finanziell. Erscheint derzeit, dass die Quarantänezeiten verkürzt werden. Welche Maßnahmen ansonsten auf Duisburg und Restdeutschland zukommen, das wird der Freitag zeigen. Sicher zu sein scheint hingegen, dass am Montag die Schule in NRW wieder startet. Laut Bildungsministerin Yvonne Gebauer soll es dann Präsenzunterricht geben. Aber was bedeutet das für die Schulen in Duisburg? Die Ruhe vor dem Sturm am Landfermann-Gymnasium in Duisburg. Aber ab Montag soll hier wieder die Schule starten. Denn Schulschließungen wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Schulleiter Christoph Hering bereitet das Sorgen. Besonders, weil die hochansteckende Omikron-Variante immer dominanter wird. Im Moment kann man ja noch nicht genau sagen, wie sich Omikron auswirken wird. Vor den Weihnachtsferien waren die Quarantänevorschriften viel härter als mit Delta, also mit allen Varianten, die wir vorhatten. Bis Stufe 6 hätten ganze Klassen in Quarantäne gemusst, alle Lehrer für 14 Tage ohne Freitestmöglichkeit. Und da wissen wir nicht genau, wie das jetzt nach den Ferien weitergeht. Da machen wir uns Sorgen, kommt was mit Quarantäneverkürzung, wie streng wird das werden? All solche Fragen gehen im Kopf rum. Fragen, die eine Woche vor dem Schulstart noch nicht beantwortet sind. Darum kommt es wieder auf die eigenen Schutzmaßnahmen an, die das Landvermann nie ganz zurückgenommen hat. Auch nicht in Corona-Zeiten mit niedrigen Zahlen. Nicht nur der Kampf gegen Corona geht im neuen Jahr weiter. Auch der Kampf um eine Tunnellösung für den Ausbau der A59 in Duisburger Norden geht in die nächste Runde. Bürgerinitiativen und Politik vor Ort setzen ihre Hoffnungen dabei auf den neuen Bundesverkehrsminister. Hier in Meiderich verläuft die A59 im Moment als Hochstraße. Der Ausbau der Autobahn ist bereits länger beschlossen. Die Anwohner sowie auch die Stadt Duisburg bevorzugen eine Tunnellösung. In Hamborn wäre diese einfacher umzusetzen. Hier liegt die Autobahn bereits tiefer. Zur Herausforderung wird der Tunnel in Meiderich durch die Hochstraße. Die Tunnellösung wäre dadurch deutlich teurer und zeitaufwendiger, würde aber auch einige Vorteile mit sich bringen. Wir stellen uns natürlich vor, dass der Tunnel nicht nur eine Verbesserung der Luft, der Verkehrsverhältnisse hier im Ortsteil bringt. Er ermöglicht uns, dass Meiderich wieder zusammenwächst, dass wir hier die Fläche, die dann gewonnen wird, anders gestalten können, dass auch die Wohnqualität direkt in der Nachbarschaft des Tunnels sich wesentlich erhöht und eben halt Meiderich wieder attraktiver wird. Im nächsten Jahr beginnt das Planfeststellungsverfahren. Auch wenn die Chancen auf einen Tunnel mittlerweile deutlich gesunken sind, kämpfen die Duisburger weiter. Und zum Schluss ein Blick an den Hamborner Altmarkt. Hier waren in dieser Woche die Sternsinger unterwegs, um Spenden zu sammeln und das auf Corona-taugliche Weise. Wie jedes Jahr verteilen viele Sternsinger am 6. Januar den Segen. So auch in Hamborn auf dem Hamborner Altmarkt. Hier sammeln viele kleine Kaspars, Melchors und Balthasars Spenden, um Kinder in Afrika zu unterstützen. Die Spenden unserer Gemeinde gehen immer an unsere Partnergemeinde in Ghana. Aber was ganz gut passt in diesem Jahr, ist das Motto der Aktion: gesund werden, gesund bleiben. Und da wird auch ein Projekt in Ghana unterstützt. Und so sind wir in diesem Jahr noch viel näher dran als sonst. Näher dran als sonst, aber mit mehr Abstand als gewohnt.
Denn um die Abstände auch pandemiegerecht einhalten zu können, hat sich die Gemeinde etwas Besonderes einfallen lassen, nämlich einen Segen to go. Die Leute freuen sich und dann können sie eine Spende abgeben und bekommen den Segen von den Kindern. Damit der Abstand gewährleistet ist, haben wir uns überlegt, jede Gruppe bekommt 2 Kescher. In dem einen Kescher wird das Geld gesammelt, um dann in die Spendendose gesteckt zu werden. Und in den anderen Kescher, da kommt der Segen und dann können die Leute sich das rausnehmen, ohne uns zu nahe kommen zu müssen. Und das war's vom Studio 47 Wochenupdate. Viele weitere News, Themen und Geschichten gibt's unter www.studio47.de und natürlich in unserem TV-Programm täglich 24 Stunden aus der Region. Schönes Wochenende. Wir sehen uns.